In seiner Uniform als Kapitänleutnant der Reserve hat der Innenminister des Landes, Lorenz Kaffier, am 29. Oktober in Schwerin den Auftakt zur Spendensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge eingeläutet. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier, dem Stadtpräsidenten Sebastian Ehlers, Polizeidirektor Lutz Müller, Landtagsabgeordneten und Soldaten vom Landeskommando MV ging es gleich auf dem Marienplatz los. Anlässlich des Themenjahres 100 Jahre Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist das diesjährige Sammlerergebnis der deutschen Kriegsgräberstätte Langenmark in Belgien gewidmet. Hier bestattete der Volksbund vor wenigen Tagen 84 gefallene deutsche Soldaten des Ersten Weltkrieges. Allerdings gibt es auch zu Hause in MV schon einige Hausaufgaben zu erledigen. Es lässt sich aber auch nicht verhehlen, dass über Jahrzehnte zum Teil da wenig in Deutschland und insbesondere im Osten des Landes auch geschehen ist. Auch deswegen ist es wichtig, dass wir an die Erinnerung mahnen und dass wir vor allen Dingen die Hauptaufgabe, die wir haben, nämlich Versöhnung über den Gräbern, auch in unserer Hauptaufgabe jetzt wieder zum Ausdruck bringen. Die Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Mecklenburg-Vorpommern endet am Toten Sonntag, dem 24. November. Etwa 800 ehrenamtliche zivile Sammler, Schüler sowie Soldaten und Reservisten der Bundeswehr beteiligen sich daran landesweit. Im vergangenen Jahr wurde ein Betrag von über 48.000 Euro gesammelt.